Beim Handwerk war viel los in den letzten Tagen, ob beim Sommerfest des Handwerks oder beim Familientag im Berufsbildungszentrum Rhein-Prohl. Es gab Spannendes zu entdecken und viele Mitmachaktionen. Wir waren für Sie unterwegs und berichten von Festen und Veranstaltungen, die Lust auf mehr machen. So zum Beispiel das Sommerfest des Handwerks. Bei strahlendem Wetter und sommerlichen Temperaturen fanden mehrere hundert geladene Ehrenamtsträger und ihre Familien den Weg zur Handwerkskammer, um dort bei strahlendem Sonnenschein und Leckereien vom Grill vergnügliche und kurzweilige Stunden zu erleben. Die Obermeister, Prüfungsausschussmitglieder und Freunde der Handwerkskammer folgten damit der Einladung von Kammerpräsident Karl-Heinz Scherhack, der mit diesem Fest die Gelegenheit wahrnahm, dem Ehrenamt im Handwerk Danke zu sagen. Denn ohne deren Einsatz, so der Präsident, geht auch im Handwerk gar nichts. Ehrenamt ist unverzichtbar in der Organisation des Handwerks. Ehrenamt ist im Grunde das, was das Handwerk aufrechterhält und was ja schon aus Urzeiten her eigentlich immer die Tradition des Handwerks war. Also es waren ganz früher mal die Zünfte, dann kamen die Innungen. Das waren alles Sozialeinrichtungen schon im Sinne des Handwerks und im Sinne der Betriebe und ihrer Mitarbeiter. Und deswegen ist für mich natürlich Handwerk und Ehrenamt untrennbar. Und wenn ich unsere ganze Entwicklung sehe in der Kammer und in den Organisationen, dann würde ich sagen, das ist die Leistung des Ehrenamts. Und so saß man in lockerer Atmosphäre noch einige Stunden zusammen, tauschte sich aus, pflegte Kontakte und ließ den Sommerabend ganz entspannt ausklingen. Weniger sommerliche Temperaturen, aber dafür jede Menge zu entdecken, gab es am Sonntag beim Familientag im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Koblenz in Rhein-Prohl. Viele Experten der Handwerkskammer Koblenz standen bereit, um die Fragen der vielen interessierten Besucher zu beantworten. Neben Beratung zu verschiedenen aktuellen Themen gab es vor allem Handwerk zum Anfassen und Ausprobieren. Die Werkstätten standen den Besuchern offen. Mitmachen und testen war ausdrücklich erlaubt und führte bei so manchem Besucher zu verblüffenden Einsichten. Der Familientag bot aber auch Gelegenheit, einmal in aller Ruhe zu erkunden, was modernes Handwerk bieten kann, wie hier in den Lehrgangsräumen zur Automatisierungstechnik oder der Fertigungstechnik. Lehrlinge und Ausbilder waren mit vollem Einsatz dabei und konnten den Besuchern einen spannenden Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten rund um das Handwerk zeigen. Vielfalt war auch ein Schlagwort bei der Ausstellung des Leistungswettbewerbs des Fachverbands Holz und Kunststoff. Tischlerlehrlinge des zweiten Ausbildungsjahres zeigten unter dem Motto Spielsache ihr handwerkliches Geschick und entwarfen Spielgeräte aus dem Werkstoff Holz. Die nächste Gelegenheit, das Tischlerhandwerk zu entdecken, gibt es übrigens am 5. Juli. Von 11 bis 17 Uhr stellen frisch gebackene Tischlergesellen ihre Prüfungsstücke im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer in der Koblenzer August-Horst-Straße aus. Tolle Impressionen und viel zu sehen also. Dass das Handwerk auch Spannendes bereithält für unsere Jüngsten, zeigt sich an den Hellewegs. Die Abenteuer von Schräubchen und Rädchen sind nun als Hörbuch erschienen. Gesprochen unter anderem von Weltstar Thomas Anders. Wir waren bei den Aufnahmen dabei. Hier machen sich Thomas Anders und seine Partnerin, die Profisprecherin und Hörbuchregisseurin Susanne Reuter, noch die letzten Notizen ins Manuskript. Und schon kann es losgehen. Am Rand des Waldes, antwortete Leon. Da, wo die Stadt beginnt. Vielleicht kennst du die Siedlung mit den neuen Häusern am Bachlauf. Davon habe ich ja noch nie gehört. Und was seid ihr für zwei? Kicherte Schräubchen. Sowas wie euch habe ich noch nie gesehen. Ihr seht ja fast gleich aus. Wir gleichen uns fast wie ein Ei dem anderen, setzte das Mädchen nach. Und nun war Schräubchens Neugierde erst recht geweckt. Ich bin ja mit dem Hellewegs-Thema ziemlich verbandelt. Und da steckt auch für mich mittlerweile ziemlich viel Herzblut drin. Und dann kam es einfach, dass, als ich gefragt wurde, hättest du Lust, das Hörbuch zu sprechen, sagte ich sofort ja, weil ich habe sowas noch nicht vorher gemacht. Und ich bin jemand, der immer neugierig ist und sich immer wieder ausprobiert. Und auch bei der Aufnahme war es einfach großartig. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Regie zu führen war jetzt hier natürlich eine ganz besondere Herausforderung und sprechen in einem. Zu der Regie gehörte natürlich auch erstmal eine Vorbereitung. Wir mussten eine Hörbuchversion haben von dem Buch, damit wir die Kinder nicht überfordern. Also eine Stunde reicht, glaube ich, zum Zuhören für 9- bis 10-Jährige. Und dann habe ich den Text sehr fein zerlegt, um so einen dramaturgischen Ablauf klar zu haben. Und dann geht es natürlich um Entscheidungen, wie nimmt man das Ganze jetzt auf? Geht man eher so erzählerisch vor, macht das lieber ruhig oder geht man richtig in die Figuren rein und spielt wirklich
Ich finde, dass es bei uns jetzt schon fast so ein bisschen Hörspielcharakter bekommen hat, weil wir sehr, also beide sehr stark eintauchen und eben auch mit vielen Geräuschen, also Hintergrundgeräuschen arbeiten, bisschen Musik. Und das ist, glaube ich, für Kinder sehr schön. Die nächste Gelegenheit, die Hellewegs zu treffen, gibt es übrigens beim Ferienpraktikum am 16. und 17. Juli bei der Handwerkskammer Koblenz. Informationen zum Ferienpraktikum und dem Hörbuch finden sich im Internet unter www.hellewegs.de. Zum Schluss noch ein Freizeittipp für die ganze Familie. Am Sonntag findet in Schwaich das Finale um den Meisterschuss statt. 7 der angetretenen Mannschaften kämpfen um den Fußballpokal des Handwerks in Rheinland-Pfalz. Neben packenden Zweikämpfen gibt es viele Aktionen zum Mitmachen und Spaß haben, für Jung und Alt. Informationen dazu gibt es im Internet unter meisterschuss.info oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.